Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kingdom Comes Deliverance. Was hat mein Hund entdeckt? Hat irgendwas entdeckt? Aber was? Komm mal her. Hier, bei Fuß. Auspuff. Er hat zwar hier gebellt. Wenn er bellt, hat er irgendwas gefunden. Er hat jetzt hier an der Wand gebellt. Deswegen gehe ich davon aus, dass da drinnen... Sieht doch fast aus, als wenn da drinnen eine Truhe ist. Aber da kommen wir nicht durch. Ist auch egal. Genau, wir haben jetzt hier B gehabt. Da haben wir jetzt die erste Person gefunden. Ich würde sagen, wir gehen durchs Dorf. Oder wir gehen hier geradeaus und dann nach der Brücke nach links und gucken. Ein Kuman haben wir schon entdeckt, den haben wir schon getötet. Und das Gute ist, unser Hund hat ihn halt schön angegriffen und dann, jo. So, ich wollte noch was anderes gucken, wegen Waffen. Was hat er hier? Ja, können wir fallen lassen. Wir haben einiges an Pfeilen dabei, Gott sei Dank. Können wir eventuell auch gebrauchen. Das Gute ist, wir können wirklich unseren Hund dann losschicken auf die Suche schicken nach Überlebenden. Hat man ja auch gerade gemacht. Dann hat er, ich weiß den Namen nicht mehr, ich kann mir so einen Namen nicht gut merken, gefunden. Eine junge Dame, die sich versteckt. Boah, mach mir doch hier keine Angst. Und nach der Brücke links, also da in das Dorf. Oder? Yep. Aber ich würde lieber hier lang. Okay, nein, wir müssen noch weiter. Wenn wir mal gucken. Hinter diesen Gewässer muss das sein, oder? Das ist das Gewässer? Yep. So, jetzt sind wir korrekt, richtig? Korrekt, richtig. Was ist das? Hundi, wo bist du? Komm mal her. Mal sehen, ob du hier etwas erschnüffelst. Such. Was? Falsche Richtung. In den Wald hinein. Trotzdem fahren. Ah. Ach, ein Nest hat er hier von da oben. Warte mal, dafür nehmen wir die billigen Jagdpfeile hier. Ja, schon verstanden. Okay. Uiuiuiuiui. Na, fast. Jawohl. Wo ist es jetzt hin? Da. Ein Spinnenweben. Na gut. Ja, wir folgen dir, mein Gutster. Okay, so können wir also auch die Nester alle finden. Das ist auch gut. Zu wissen.
glaube, es gibt sogar ein Achievement, alle Nester zu finden. Wo willst du hin? Ist außerhalb des Gebiets schon wieder. Bravo und bravo und so gut gemacht. Aber Kommando. Bei Fuß? Hier, bei Fuß. Und? Dann geht's weiter. So, irgendwo hier hinten. Ich gehe davon aus, dass es viel weiter hinten ist, wo jemand... Ich höre was. Da läuft jemand. Jemand schreit. Behämmert? Hallo? Pavlina! Pavlina! Bist du verrückt? Nicht so laut! Ich muss doch Pavlina finden. Als wir in der Nacht flohen, war sie plötzlich weg. Hier ist es noch nicht sicher. Wenn du so schreist, riskierst du dein Leben. Aber ich muss sie finden. Ohne sie gehe ich nicht. Hilfst du mir? Wo hast du sie zuletzt gesehen? Hier im Wald. Wir versteckten uns vor den Heiden. Ich dachte, hier wären wir sicher, doch als es dunkel wurde, kamen sie. Plötzlich standen sie hinter uns. Sie waren wohl genauso überrascht wie wir. Wir rannten sogleich los. Es war schrecklich. Ein Pfeil flog knapp an mir vorbei. Ich dachte, ich sterbe. Ich rannte und rannte. Und plötzlich war ich allein. Die Heiden waren fort. Aber Pavlina auch. Ich muss sie finden. Was hat Pavlina an? Was sie immer anhat. Ein blaues Kleid und ein Tuch auf dem Kopf. Sei besser nicht so laut. Vielleicht sind hier noch Heiden in der Nähe. Aber ich muss Pavlina finden. Ich muss ihr helfen. Im Wald. Na dann ab in den Wald, mein Gutster. Pavlina, wo bist du? Pavlina, hab keine Angst, ich bin's, Maros. Hätte ich ein guter Indikator, oder? So ein Pfeil? Blaues Kleid? Das muss diese Pavlina sein, nach der Marosch sucht. Tod. Ich sollte es ihm sagen. Jupp. Pavlina! Wo bist du? Wegen Pavlina. Ich habe sie gefunden. Wirklich? Wo? Warum ist sie nicht bei dir? Es tut mir leid, sie... Sie ist tot. Sie haben sie wohl erwischt, als sie euch verfolgt haben. Oh nein, nein, nein! Meine Pavlina! Ich hätte besser aufpassen müssen! Sie war doch direkt hinter mir! Wie soll es jetzt nur weitergehen? Flieh und rette wenigstens dich selbst. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wo soll ich denn hin? Nach Thalmberg. Und sag allen Bescheid. Herr Divisch wird Hilfe schicken.
Und danach bestatten wir unsere Liebsten. Ich verspreche es. Na gut. Und was ist mit dir? Ich suche nach weiteren Überlebenden. Hätte ich nur halb so viel Mut wie du, würde Pavlina noch... Oh Gott. Hier, nimm. Vielleicht triffst du jemanden, der die Verbände braucht. Gott sei mit dir. Schön. Danke dir. Sind wir hier auch durch? Dann können wir jetzt zu Charlie runter. Ist ja eigentlich den Weg hier runter, ne? Gucken wir mal. Ich werde, da rennt doch bestimmt... Irgendwo hier rennt doch mit Sicherheit noch ein Kuman rum. Halt. Dann nehmen wir die verbesserten Spitzpfeile. Die machen ordentlich Damage, muss man einfach mal so sagen. Weiß auch nicht, wie gut sie im Bogenschießen insgesamt ist. So gut war sie gar nicht, glaube ich. Aber mittlerweile... Okay, wir müssen noch über die Brücke beim Bogenschießen. Und da müssen wir dann suchen. Ist unser Hund bei uns? Ja. Ja. Das war einmal, dass da was war. So, im Gebiet Charlie. Da ist jemand. What the hell? Holzfäller. Julian, bist du es? Hab keine Angst. Ich bin's, Theresa. Geht es dir gut? Überall. Sie sind überall. Wo ist sie? Wo ist sie? Du bist einer der Holzfäller, nicht wahr? Ja, Holzfäller. Wo ist sie? Schnell. Sie sind überall. Julian, du sagst lauter wirre Dinge. Wo ist was? Ich weiß nicht, was du meinst. Meine Axt. Ja, Axt. Sie sind überall. Ich brauche sie. Oh mein Gott. Was ist hier passiert? Ist sonst noch jemand am Leben? Sie kamen von überall. Überall. Wo ist sie? Wie hast du überlebt? Warst du hier bei all den... Bei all den Leichen? Überall. Hör mir zu, hör mir gut zu. Sie haben gerade erst meinen kleinen Bruder getötet. Und davor Vater und Stibor. Ich werde jetzt nicht einfach gehen und zulassen, dass noch jemand stirbt. Also reiß dich in Gottes Namen zusammen, sonst setzt es Ohrfeigen, damit du zu Sinnen kommst. Meine Axt. Sie sind überall. Ohne Axt gehe ich nicht. Du wolltest es so, Julian. Hör zu. Wenn sie wiederkommen und dich finden, bist du tot. Das willst du doch nicht, oder? Nein. Meine Axt. Wo ist sie? Das führt so zu nichts. Das bringt so nichts. Wie soll ich nur zu dir durchdringen? Mit einer Axt. Das ist ein Witz, oder? Ich muss da. Julian, reiß dich zusammen. Hier, deine Axt. Danach hast du gesucht, nicht wahr? Jetzt kannst du dich wehren. Die Axt. Ja, meine Axt. Gut, Julian. Und jetzt geh nach Talmberg. Die anderen sind schon dorthin unterwegs. Lauf wie der Teufel, und zwar sogleich. Talmberg. Ja. Gut. Dann gehen wir jetzt nur zu Alpha. Hey, Speer können wir nicht aufnehmen. Ja, ist ja auch nicht weiter wild. Jetzt laufen wie der Teufel. Hallo? Teufel, laufen, jetzt? Teilst du dir gerade deine Kräfte ein, weil der Weg nach Talmberg so groß ist? Okay, wir gehen links lang. Ich hoffe, der geht rechts lang. Hab keinen Bock auf dich. Oh. Okay. Hundi? Hundi.
Ich überlege gerade, ob es einmal recht am Tag einen Hund zu füttern. So ist's recht. Was macht der da? Hätte ich nur nicht den Schlüssel verloren. Töpfermeister? Warum in Gottes Namen bist du noch hier? Ich versuche, in mein Haus zu gelangen. Wozu? Du solltest fliehen, wie die anderen. Da drinnen ist Geld und ich werde nicht ohne meine Groschen gehen. Hör zu, vielleicht kannst du mir helfen. Ihr Leute aus der Mühle, ihr wisst doch, wie man so etwas bewerkstelligt. Schimpfst du mich etwa eine Diebin? Komm schon, spiel nicht das Unschuldslamm. Dein Vater ist wahrlich kein Heiliger. Gewiss hat er dir einige seiner Kniffe beigebracht. Mein Vater ist tot. Ach, herrje. Das wusste ich nicht, Mädchen. Tut mir leid. Warum schließt du die Tür nicht auf? Hast du keinen Schlüssel? Sieht ganz so aus. Ich muss ihn verloren haben. Ich holte Feuerholz aus dem Wald. Und als ich bei der Brücke ankam, sah ich die riesige Armee. Ich ließ alles fallen und rannte heim, so schnell ich konnte. Dabei muss ich den Schlüssel verloren haben. Wie konntest du überleben? Ich harrte bis zum Morgen auf dem Heuhaufen aus. Die Heiden schnüffelten zwar dort herum, wurden dann aber abgelenkt und rannten zum Dorf. Wo könntest du den Schlüssel verloren haben? Weiß nicht genau. Irgendwo auf dem Pfad vom Wald zurück nach Hause, nachdem ich über die Brücke bin. Ich hatte Feuerholz bei mir, als sie angriffen. Ich ließ alles fallen und floh. Da habe ich wohl den Schlüssel verloren. Gut. Ich versuche, die Groschen zu holen. Aber ich kann nichts versprechen. Wo sind sie versteckt? Die verfluchte Tür ist einfach zu stabil. Hab Dank. Geh nach links in die Vorratskammer, sobald du im Haus bist. Dort steht ein Sack mit Äpfeln und ganz unten habe ich das Geldsäckel versteckt. Bring es mir dann bitte. Ich passe inzwischen hier auf. Diese verdammte Tür! Wir haben halt keinen Dietrich, ne? Die Fenster kommen wir auch nicht. Das bedeutet, wir müssten... Ich glaube hier. Oder da. So, wir gehen mal hier zur Brücke. Vielleicht liegt ja hier Feuerholz. So, die einzige Brücke, die mir einfällt. Hier ist Feuerholz. Komm mal her, mein Gutzer. Komm. Mal sehen, ob du hier etwas erschnüffelst. Genau. Schnüffel, nüffel. Ich weiß, wo ich gespielt hatte, hatte ich ohne Hund gespielt. Den hatte ich immer zurückgelassen. Aber ey, Hunde sind ja mal sowas von nützlich. Also hier liegt Feuerholz. Mal sehen, ob du hier etwas erschnüffelst. Such. Nicht wirklich, ne?
Okay. So, Feuerholz. Hier ist eine Axt. Ein Krug. Die Mütze von ihm gehe ich mal von aus. Was denn? Was hast du gefunden? Was hast du gefunden? Ja? Folge dir? Nest. Das ist schon mal das erste, was wir uns runterholen, weil eventuell ist ja der Bogen da drin. Der Dings da drin. Irgendwas. Was ist eine Kiste, ja. Ja, ich habe halt null Dietriche. Also was soll ich aufmachen, wenn ich nichts aufmachen kann? Ey, willst du mich hochholen? Zerbrochener Pfeil. Okay, die könnte man... Wo ist jetzt das Ding hin? Ist das Nest hingerollt? Toll, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich habe nicht aufgepasst. Aber irgendwo hier muss es ja hingerollt sein. Ne, hier sind eine Pfeile. Spitzer, wo sind das Netz? Autsch. Wo sind das Netz? Bin gerollt. Och nö. Finde ich jetzt gar nicht witzig. Och man. Ist das hier drinnen? Spitzer? Es müsste so eine Codes-Funktion geben, dass man nur eine Taste drückt fürs Suchen und nicht immer reden muss. So ist's recht. Das wäre gut. Oder so Codes-Befehle. Das wäre noch schön. Weil wie könnte man da reinkommen? Wir brauchen Dietrich. Es muss doch... Ja, okay. Er sagt hier, ist nicht... Achso, die Quest ist... Was? Ja. Okay. Ich war bei der Brücke. Ich habe das Holz gefunden, aber ich habe... nicht gefunden, wo... Hätte ich einen Dietrich, das hätte schon ausgereicht. Ich glaube, dann hätten wir das schon gefunden. Wenn ich wüsste, wo das... Nee, Camilla... Wo das Nest hingeflogen ist. War das hier? Nee, das war gerade nur eine optische Täuschung, oder? Hm.
Das Problem ist, dass ich halt diesen Schlüssel nicht finden kann, wenn er ihn verloren hat. Er muss ja den Weg. Er hat gesagt, er ist den Weg gerannt. Gerannt. Hat dann bei der Brücke die große Armee gesehen. Ach, Spitzer, mach mir keine Angst. Und ist dann. So, jetzt gucken wir mal im Fluss. Das sieht nicht danach aus, ne? Könnte ja sein, dass er hier durchgefallen ist. Nope. Schade. Wo ist der Schlüssel vom Töpfer? Hut haben wir. Axt. Holz. Und? Und sucht? Aber scheint nichts gefunden zu haben. Mist. Wie gesagt, ich hätte jetzt hier erwartet, den Schlüssel zu liegen zu sehen. Ja, wenn ich nicht bald finde, ist hier Schicht im Schacht. Dann ist mir die Quest. Das Einzige, was ich noch ausprobieren könnte, wäre die Tür einzudämmern. Aber ohne Dietrich keine Chance. Wir haben natürlich jetzt nicht bei uns im Haus nachgeguckt. Ja, gut, da hätten wir auch nochmal reingucken können. Vielleicht war ja da sogar ein Dietrich, aber wir kommen von keiner Seite hier rein. Ne. Der Schlüssel ist nicht vorhanden. Was war das? War nicht Spitzer. Achso, das war wieder dieses mit dem Fass. Ich hätte jetzt gesagt, hier irgendwie. Vielleicht. Ich bin zurück. Du bist hier nicht sicher. Und Tod bringt dir das Geld nichts. Flieh nach Thalmberg, solange du noch kannst. Damit dann meine Ersparnisse geplündert werden? Vergiss es. Ich muss gehen. Wie gesagt, das Problem ist, dass wir keinen Dietrich haben. Mit dem Dietrich wäre es gar kein Thema, aber wir haben keinen. Wo kriegt dem. Also. Ich habe jetzt keine Lust, bis hierhin zurück zur Mühle zu rennen, um zu versuchen, einen Dietrich zu suchen, ne? Problem ist, dass wir das Nest nicht haben, wo ein Dietrich drin sein könnte. Ich betone könnte, nicht muss. Und ich nicht gesehen habe, wo es genau hingefallen ist, weil ich diesen dummen Pfeil hier oben habe. Weil da sind halt, da können alles, da kann alles Mögliche, soweit ich weiß, drin sein. Ein Kleinkram natürlich nur. Ja, aber hier ist es auch nirgendwo, ne? Echt hier hintergefallen? Aua. Nee, auch nicht. Ha. Nö.
Na gut, ich würde sagen, wir machen an der Stelle Feierabend. Vielleicht mache ich mich kurz nochmal schlau, wo das eventuell sein soll, dieser Schlüssel. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Daher danke fürs Zusehen und tschüss. Wenn du nicht gleich aufstehst, schmeiß ich dich aus dem Bett, du Schlafmütze. Hast du gehört? Lege es lieber nicht darauf an. Nun